Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Warships. Zusammen mit eurem Rio und der Alcaramba ist auch mit an Bord. Hallo. Hallo. Jo, ich würde sagen, Ich drück alle ein. auf los, geht's los. Ich spiele heute meine Miyogi, mein Schlachtschiff. Ich trotz mangelnder Alternativen Phoenix, aber ist ein sehr schönes Schiff. Von dem Rise her from the Ashes. kann ich damit gut leben. Der Phönix. Tot geglaubt, kehrt aber immer wieder. Hast du gerade sozusagen schon fast, aber auch nur fast Conchita Wurst angesungen? Nur fast. Weil ich muss jetzt halt Rise of the Phoenix immer logischerweise an Conchita Wurst denken. Ja, aber ich habe nicht so einen vollen Bart. Ja gut, aber Von du der bist Stimme her passt's, aber. absolut. Ne? Und von der Wurst auch, oder? Also, meine Wurst ist schon ganz schön Conchita. So gelb? Was? Nein, das war Chiquito, was ich jetzt dachte. Ja, du dachtest falsch. Ah, fast. Na gut, dann halt keine Na Chiquita-Wurst. gut. So. Ja, falls ihr euch bei mir übrigens wundert, dass bei mir das Bild einfach mal ganz kurz ein- und ausfadet, das bedeutet lediglich, dass ich kurz die Aufnahme ganz, ganz kurz für einen Bruchteil von Sekunden unterbrochen habe und nochmal angefangen habe. Liegt ganz einfach daran, dass irgendwie World of Warships mit bei mir mit Recording Probleme hat. Also immer wenn ich das Spiel lade und dabei schon aufnehme, dann ist zu 50%iger Wahrscheinlichkeit im Spiel sind dann die Frames einfach weg. Warum auch immer. Einmal neu starten, der Aufnahme hilft dann. Wohin fährst du denn? Ich fahre gerade direkt Richtung A. Aber Okay, ich würde ich mich gerne dreh mal. in deiner Nähe aufhalten, Ja, weil ja, du ich. hast ein Anti-Air. Ach, du hast gar keine Anti-Air mit der? Nee, die Miyogi hat noch kein Anti-Air drauf. Ah, okay. Gibt's erst ab der Kongo. Die Kongo ist dann richtig schön ausgestattet im Vergleich zum Miyogi. Die Kongo hat dann so ein Airplane, also so ein Spotter-Airplane, hat ein Anti-Air. Hat noch wesentlich mehr Bordgeschütze als Sekundärbewaffnung. Alles richtig, richtig fett. Hört sich ganz schön nice an. Nice. Ja, sieht nice an. Ich bin übrigens mit dem Ding auch relativ fix unterwegs. Die Miyogi. Wie schnell ist fix? Bin gerade 31 Knoten schnell. Oh, das ist ja wirklich fix. Ich dachte, ich brauche großartig auf die Bremse treten, aber das muss ich dann ja gar nicht. Es ist ziemlich interessant. Die Battleships, da denkt man manchmal, dass sie langsamer sind, als sie es tatsächlich wirklich sind. Da drüben ist ein Ziel. Da könntest du vielleicht sogar schon drauf kommen. Miyogi, ja, ich komme gleich drauf. Muss noch ein bisschen fahren, die gute. Siehst schon mal was rüber? Ja. Boah, ob die Reichweite passt, muss ich gerade gucken. Oh, die Reichweite passt sogar. Dann hau ich die anderen beiden noch raus. Oh, die fährt aber ein bisschen schräg. Oh, wirklich nichts getroffen. Naja, komm, zwei Kugeln kann ich noch. Die anderen zwei werde ich wohl nicht mehr können. Oh, da war der Berg im Weg. Naja. Oh, da steht ein Gegner, ein Mal Mate. gucken. Nein. Oh nee, das trifft nicht. Oh, so knapp, ne? Dammig. Steht die Kuma da? Ja, die Die steht steht, da. oder? Ja. Warum steht Ich sie? war auch selber ein bisschen überrascht, muss ich gestehen. Oh, warum stehst du denn? Immer nur auf halbe Kraft. Oh, da ist eine Miyogi. Oh, das sind schon Torpedos. Ja, da ist schon einiges da vorne los. So. Schauen wir doch mal, ob ich hier irgendwas ordentlich treffen kann. Warum steht die Kuma denn da? Ach, frag mich was Was ist für eine Leiteres. Tierstufe eigentlich, die Kuma? Ein T4er. Oh, wir haben sogar zwei Fusos im Team. Fusos, Kongos, alles dabei. Oh, und wir haben eine Saipan. Aber die Gegner auch. Was zur Hölle ist eine Saipan?
Boah, Tier 6. Das ist der T6er Aircraft Carrier. Na gut, irgendwie tun die nix. Miyogi, Omaha, Kongo, Kelso, naja, dann fahre ich da einfach mal direkt drauf zu. Also hier auf die Miyogi könnte ich dann Feuerunterstützung brauchen. Schießt auf jeden Fall auf mich. Ich auch schon so, dass ich meine ganze Batterie dann gleich drauf schießen lassen kann. Ah, verdammt. Voll verkackt. Oh, 6000 Schaden. Zitadelle. Oh ne, ich hab sogar einmal getroffen. Jetzt wird 20. Hier kommt noch eine Kuma mit. Ich hab hier... ist ganz viel los. Ja, ich muss gerade nachladen. Oh, der ist gerade... ah nee, ich dachte, der wäre stehen geblieben. Das war ein Treffer. Ich will gleich mal auf... also der erste ist gleich hoffentlich weg. Laden. Ich schieß gleich auf die Oma, ha? Ich muss hier nochmal reindrehen. Müsste passen. Oh, das kommt gut. Ah, nur Splash Damage, aber immerhin Tausender. Zitadelle wieder getroffen. Schlecht. 15 Sekunden. Nachladen. Ey, ich krieg's gerade ganz schön gut. Die oder du? Oh, die. Nochmal Zitadelle. Also der hat's gerade... oh, ich brenne. Dann repariere. 40 Sekunden noch. Oh, das ist blöd. Irgendwann geht der Brand von alleine aus. Ja, ja. Ah, nice. Ich würde ganz gerne B einnehmen. Ja, ich komme da mal mit. Und ich würde ganz gerne versuchen, auf einen Aircraft Carrier zu gehen. Und es ist eine Fuso. Die Fuso sieht richtig brutal aus. Nur mal schauen. Jetzt kann ich wenigstens gleich mal den Brand löschen. Oh, endlich. Hat mich nur 2000 oder 3000 Struktur gekostet, der Spaß. Problem solved, Sir. Hat irgendjemand auf unsere... auf die gegnerischen Flugzeugträger? Sieht nicht so aus. Vielleicht eine ganz coole Maßnahme. Kommt der da vor oder kommt der da nicht vor? Haben wir aber schon doch, noch ganz... da fährt doch einer. Die Kuma fährt auf, die, auf den Flugzeugträger. Oh, er hat auf mich geschossen. Ja, wenn der Flugzeugträger denn da sein sollte... oh, ob die trifft, die Kugel. Nie im Leben treffe ich damit. Ich werde aber auch mal ein bisschen Richtung gegnerische Flugzeugträger mich orientieren, weil ich bin einfach so low. Ich habe noch nicht wirklich Schaden gemacht, das ist ein bisschen doof. Hast du noch genug Struktur, also von dem her? Weil ich habe nur noch 4000. Ja, weißt, das klar, ist das schon... da brauche ich mich nicht hier in den Frontkampf Kraft, reinstürzen. Bitte. Ah, es trifft doch wieder nicht, oder? Ah! Oh, Mann! Oh, aber 4000 Schaden immerhin. Dass wir, obwohl wir ja hier eigentlich so ein paar Aufklärer haben, diese Flugzeugträger nicht finden. Ah, der ist hin. Oh, da ist ein... da ist ja ein Dingsig-Schiffchen. Und da kommt Torpedos auf mich zu. Oh, oh.
Einer trifft. Ja, das geht ja noch. Und da hast du ja gleich einen Zerstörer bei dir. Ja, da schießt auch fleißig auf mich. Our team has taken the lead. Na, ich fahr jetzt auch mal bei. Oh, das sind doch meine Torpedos. Ich will ja irgendwie so ein bisschen hinterhalb irgendwo noch mal was wegbekommen, aber. Alles viel zu weit weg. Gefühlt habe ich so, dass das ein Sieg durch Cap eher wird. Ah, ich krieg irgendwie. Nichts mehr wirklich in aufs Korn gerade. Ne, also vom Damage her und so kann ich mich jetzt nicht beklagen. Jetzt ist ein bisschen langatmig, aber gut, ich kann damit leben, wenn das ein Sieg sein sollte. Oh lol, da hinten ist ein Flugzeugträger, auf den ich nicht raufkomme. Muss ich wegen den Torpedos abdrehen und ich weiß nicht, wie lange die. Wie weit kommen denn so Torpedos? Im Wasser? 4,5 Kilometer ungefähr, also die du drauf hast. Würde ich schätzen. Ah, noch einen in Brand gesteckt. Na toll. Oder hat sich immerhin festgefahren. Ja. Der kriegt gleich eine richtige HE-Ladung. Wie kann denn das daneben gehen? Kriegst du den nicht? Der ist leider für mich hinter der Insel jetzt. Krieg den schon. Krieg den. Nee, du hast ihn bekommen. Ja, ich habe ihn angezündet gehabt. Achso. Jetzt habe ich gleich riesiges Problem. Bleib mal auf die hintere Fuß oder? Was ist denn für ein Problem? Ja, die Fuso. Welche? Ja, die beiden. Hey, boah, ging die knapp treffen. An mir vorbei, Gott sei Dank. Oh, noch 1800. Ah, jetzt bin ich raus. Boah, die gewinnt es auch noch. Bin ich sicher, ja. Wenn da hinten 10 noch erobert werden würde, vielleicht. Es wäre auf jeden Fall eine enge Nummer. Oh, der Torpedo macht dich weg. Naja. Naja, durch den. Ah, schade.
Schade, es war eine von mir wirklich sensationelle Runde. Ich glaube, so gut bin ich noch nie gefahren mit der. Ich habe zu wenig Schaden gemacht. Ich kam nie irgendwo hin, wo ich Schaden machen konnte. Ich habe Schaden in Summe gemacht. 54.000. Nee, die Miyogi war irgendwie, ist sie, immer wenn ich was auf die, auf dem Fokus hatte, dann habe ich es nicht getroffen oder so. Das ist echt bitter gewesen. Naja. Also, Rio, vielen Dank. Schöne Runde für, von mir zumindest. Jo. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.